Severin Freund, herzlichen Glückwunsch nochmal, Skiflug-Weltmeister. Wie ist das, wenn man morgens aufwacht? Muss man sich dann erst nochmal kneifen, oder? Ich habe die Medaille neben mir auf dem Nachttisch liegen sehen und dann war es schon klar. Es war ein unheimlich langer Tag gestern, obwohl es nichts zu fliegen gab, aber trotzdem sehr anstrengend, denke ich mir. Ja, es ist halt immer so, wenn solche Bedingungen sind, dann weiß man, dass es länger dauern kann. Und es war ja eigentlich auch die Prognose, dass es besser wird und dass es klappen kann. Und ich habe auch zwischendrin mal, wo ich mich aber da mal warm gemacht habe und hochgeschaut habe, habe ich gedacht, okay, jetzt wird es wirklich besser. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist es so, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Verletzen muss sie dann auch keiner. Und ja, es war nicht zum ersten Mal, dass wir warten mussten. Und der Freitag und die Ergebnisse vom Freitag waren ohnehin über jeden Zweifel erhaben. Das war ganz großes Sportkino, was wir da gesehen haben. Und du warst, das haben alle anderen Athleten auch gestern nochmal ausdrücklich betont, einfach der Beste. Ja, also nach dem Training hat es vielleicht noch ein bisschen anders ausgeschaut. Da war der Peter schon verdammt stark. Und ja, es war halt dann im zweiten Durchgang am Freitag, waren sehr, sehr schwierige Bedingungen. Da habe ich es wirklich geschafft, das meiste aus dem Flug rauszuholen und habe mir halt dann an die Spitze setzen können. Wie sieht es jetzt aus? Du gehst am kommenden Wochenende sicherlich noch zum Saisonfinale nach Planica. Und was macht der Severin Freund nach Planica? Ja, erstmal eben noch Planica. Ich glaube, der zweite Platz im Gesamtweltcup ist noch drin. Und generell auf jeden Fall mit einem Podest im Gesamtweltcup abschließen, das ist das große Ziel. Und das ist, glaube ich, auch ein schönes Zeichen dann für die nächste Saison. Weil, also zumindest bei mir merke ich es immer so, wie ich die Saison aufhöre. Und mit der Form, mit der ich rausgehe, bringt mir schon extrem viel für den Sommer, weil ich dann einfach ganz anders einsteige ins Sommertraining. Und ja, dann wird sicher erstmal eine kurze Zeit Ruhe kommen, wo man einfach den Kopf ein bisschen erholen muss, weil ja, gerade mit Olympia war die Saison lang und zehrend. Und auch wenn es im Moment sehr, sehr spielerisch von der Hand geht, glaube ich, wenn mal die Wettkämpfe vorbei sind, dann wird man die Erschöpfung merken. Und deswegen dann kurze Erholung und dann wird wieder angefangen zu trainieren. Wenn du sagst, mit der Form, mit der du aus dem Winter rausgehst, kannst du auch in den Sommer und dann auch in den nächsten Winter einsteigen, dann dürfen wir dich auf einem extrem hohen Niveau erwarten im nächsten Winter. Also dieser Winter war grandios. Ja, auf alle Fälle. Also ich habe es grundsätzlich eh geschafft, dass ich mich zumindest von den Weltcup-Punkten von Jahr zu Jahr gesteigert habe. Und ja, deswegen heuer zum ersten Mal die 1000 knackt und am Ende hoffentlich mit einem Top-3-Ergebnis im Gesamtweltcup. Und das war schon so ein Schritt, den ich mir erhofft habe, den ich mir vorgenommen habe. Und ja, ich glaube nach wie vor, dass das Größte, was man als Skispringer erreichen kann, ist der Gesamtweltcup. Und deswegen, der wird schon irgendwann ins Ziel genommen. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Severin. Vielen Dank und alles Gute. Dankeschön. Danke.